Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Eins vorweg, ja, ich habe immer noch dieses dämliche Provisorium, aber dieses Mal neigt es tatsächlich dem Ende zu. Wenn ihr das Video hier seht, ist es tatsächlich schon durch. Aber zum Zeitpunkt, wo es aufzeichne, halt noch nicht. So. Ich wollte mal fragen, so wie euch das gefällt, Frage-Antwort-Spiel. Von daher wäre es cool, wenn ihr Fragen habt, egal in welche Richtung, Aktivismus oder Drogen oder Gefängnis und Justiz, könnt ihr es mir unten reinschreiben. Was nicht beantwortet werden kann, sind Rechtsfragen. Weil ich kein Anwalt bin, sowas darf ich gar nicht beantworten. Sowas dürfen nur Anwälte. Ja, es gibt ein Gesetz, da steht es drin, dass halt Fragen zu Strafverfahren oder zu solchen Sachen, was halt eine Rechtsberatung ist, nicht jeder darf. Das dürfen halt dann nur Rechtsanwälte. So habe ich im Kopf, falls es da eine Änderung gegeben hat, weiß ich das nicht, ist mir dann auch egal. Ich habe überhaupt gar nicht die Ambitionen dazu. Ist halt nicht meins. Ich kann euch aber erzählen, wie es ist, wenn man in JVA Bernau sitzt oder in Stadelheim oder in Würzburg. Nürnberg nicht, weil da war ich nur kurz auf der Schubabteilung und das ist auch nur eine temporäre Aufnahme von vor 20 Jahren. Da hat sich mit Sicherheit einiges verändert. Ein bisschen zumindest. Ja, die Gefangenen sind vielleicht gar nicht mehr da, sind vielleicht ganz andere, die da jetzt den Hausarbeiter machen. Weil es sind meistens Langjährige. Ja, zur Substitution. Die Situation heute ist ja auch ganz anders wie die Situation zu meiner Zeit. Es ist ja auch alles fortschrittlicher. Wenn ich höre, ein Spritzenautomat in Bayern, das hätte ich mir zu meiner Zeit gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Aber ja, gibt es. Es gibt in Bayern Spritzenautomaten für Junkies. Und mittlerweile, was ich mitbekommen habe, ich folge da jemanden auf Facebook auch. Der ist da sehr engagiert und verbreitet halt auch diese Neuigkeiten. Es gibt auch jetzt das Safer Use Besteck für Crack. Also Leute, die Kokain zu Crack umwandeln wollen und dann das rauchen möchten. Die haben gleich alles parat, außer des Koks. Ja, ist alles dabei. Ja, das hätte ich mir zu meiner Zeit gewünscht, sowas. So eine Akzeptanz alleine schon. Dass man sagt, okay, ich akzeptiere, es gibt Menschen, die werden das machen, egal wie streng die Gesetze sind, egal was wir dagegen tun wollen, die werden es tun. Und ich schade denen, wenn ich ihnen das vorenthalte. Heißt, zum Beispiel, wenn ich mir das so anschaue in Frankfurt, die Leute dort, wie die da das Crack konsumieren oder auch hier oder überhaupt Leute, die nicht so viel Ahnung von der Materie haben, sondern einfach bloß gierig sind und einfach nur konsumieren wollen, die nutzen zum Beispiel als Filter gerne Asche. Ja. Die haben so, weiß ich nicht, ein Glaspfeifchen oder so, da kommt unten das Siebel rein und dann machen sie oben so lange Asche rein, bis das richtig schön gefüllt ist. Das funktioniert natürlich, weil das Crack ist eigentlich eine Coca-Paste. Das wird beim Erhitzen flüssig und läuft da rein. So ähnlich wie beim Dabben, ne, des Harz. Das wird ja auch flüssig und kocht. Genau das gleiche macht das Crack in der Pfeife auch. Und wenn du aber anstelle von Asche ein Stahlsieb nimmst zum Beispiel, dann kannst du die Rückstände aus diesem Glaspfeifchen ohne eine Verfärbung wieder mit Alkohol rauswaschen zum Beispiel und nochmal neu verwerten. Das kannst du aber nicht, wenn du das mit Asche machst. Dann wird das schwarz, wird es unansehnlich, das ist dreckig, da ist Kohlenstoff drin, das ist gefährlich, das ist schädlich. Noch schädlicher, als das andere eh schon ist. Ist das so ein Scheiß, aber weißt du, dann schadest dein Körper halt auch nochmal. Richtig krass. Und in diesem Safer Use Zeug da ist halt da so ein Kissen drin, ein Tropfkissen, wo du das halt drauf machen kannst und wo es dann auch genauso sauber durchläuft. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ihr könnt mir vorstellen, aus Glas. Das gibt es nämlich zum Verdampfen auch so in den Kisschen. Ich habe für meinen Vaporizer sowas, um Konzentrate zum Verdampfen. Ich brauche es nicht, weil ich da immer noch mal Gras reinmache, aber
Ich könnte es mir vorstellen, dass es sowas ist. Also es ist halt chirurgisch reines Material, was dem Körper dann nicht schadet, wenn es erhitzt und irgendwelche Dämpfe einatmest. Was aber passieren kann, wenn du irgendeine Stahlwolle nimmst. Ja. Auch wenn es ausgelöst vorher. Du weißt nie, was da alles noch in der Flamme drin ist. Da müsste es Chemiker sein. Ja. Und wer von uns ist denn das schon? Ja. Weil eigentlich, Crack ist eigentlich die Vorstufe von Kokain. Man bildet das praktisch zurück. Ich habe auf, ich glaube, ZDF Mediathek eine Videodokumentation gesehen, Unter Gangster heißt die. Die ist sehr interessant, findest du auch auf YouTube. Und da ist einer, der geht tatsächlich hin zu den Leuten, schaut zu, wie die was wo machen, recherchiert das und macht da halt seinen Bericht drüber, ganz neutral. Und da ist er in Kolumbien und schaut zu, wie die Leute Koks machen. Die pissen da auch in das Becken rein, das glaube ich aber nur für die Kamera, nur zum, ja. Die Wahrheit ist halt, wenn man das herstellt, sind das chemische Prozesse. Die holen erstmal die Alkaloide aus den Blättern raus und fällen das dann wieder aus, das ist halt anfassbares Material, das ist dann eine sogenannte Coca-Paste. Dann kommt ein Chemiker, der aus der Coca-Paste Kokain macht. Das ist dann das, was dann bei uns hier verkauft wird. Und einer, der Crack rauchen möchte, muss das wieder zurückholen zu dieser Coca-Paste. Genau dasselbe Zeug, was die da produzieren im ersten Schritt. Ja. Also eigentlich könnten sich diejenigen, die das Koks produzieren, sparen diesen einen Schritt, das Geld, was das kostet, einmal sparen und dann das gerade viel günstiger auf den Markt schmeißen. Und Alter, das wäre der Untergang, das sage ich euch. Es macht so extrem gierig und es geht dann so schnell, wenn man das sehr billig haben kann, dass man da in einen Kreislauf reinkommt, da kommst du nicht mehr raus, weil auch deine Psyche sich total verändert in dem Augenblick, wo du das konsumierst. Das merkst du nicht, das geht schleichend. Bis du schaust, hey, kennst du nämlich keinen Freund mehr, keine Freundin, nichts mehr, nur noch du und das Zeug und gierig. Erst wenn alles weg ist, wenn du kein Geld mehr hast und du auf der Straße irgendwo mehr aufwachst, dann wird dir klar, dass du voll krass abhängig bist von dem Mist. Und es war dann schon spät. Ja. Ich kann es nicht empfehlen. Wie bin ich denn eigentlich jetzt wieder da drauf gekommen? Achso, Self-Use, ja genau. Ey, manchmal ist es schon krass, da komme ich von A über B nach Z zu Y und hat am Anfang noch gar keine Idee, was könnte ich denn überhaupt für ein Video machen. So wie heute. Eigentlich geht es um einen Aufruf an euch, dass ihr Fragen formuliert, die ich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten kann. Wenn es euch wirklich interessiert. Ja. Nur zwecks Fun, das bringt nicht viel, weil klar mache ich mir dann einen Kopf und mache ein Video dazu und ihr lacht euch dann kaputt, aber ist halt überlegenswert, ob ich das Thema auch wirklich so interessant finde, dass ich sage, okay, da mache ich jetzt ein Video dazu. Das kann vielleicht irgendjemandem helfen, weil er vielleicht in der Situation steckt oder vielleicht auch meine Gedankengänge rekapitulieren kann und sagt, hey, das könnte ich sein. Und der hat es auch geschafft. Richtig, weil so darum geht es nämlich eigentlich. Man kann es schaffen, wenn man da drin steckt, egal wo man drin steckt, man kann es schaffen, wenn man es möchte. Man muss ein Ziel haben und sagen, okay, das möchte ich gerne erreichen. Und der Weg dorthin ist das eigentliche Ziel, weil da hast du was zu tun, da musst du nachdenken, da kommen Probleme auf dich zu, die musst du überwinden und das hält dich am Leben, das ist das Leben. Weil wenn du da angekommen bist am Ziel, dann bist du schon nach einem kurzen Glücksmoment, bist du dann schon wieder, und jetzt war es das schon. Natürlich nicht, nächstes Ziel, aber weißt du, das muss man erst einmal selbst erkannt haben, dass das so ist. Das Leben funktioniert nun mal so. Also Leute, das war's für heute. Peace out.